Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge von Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei der leckersten Bäckerei und Konditorei von München und zwar bei Richard. Und zu Gast bin ich bei Herrn Gerhard Müller-Richard. Er ist Seniorchef der Firma. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Gerne, herzlich willkommen da. Dankeschön. Ihre Firma, Herr Richard, gibt es seit 1883, ja. Habe ich gelesen. Sie haben, also ihr Hauptgeschäft am Marienplatz, hat im Jahr 1,2 Millionen Besucher. Und Sie haben auch persönlich oder mit der Firma Preise gewonnen, also den Staatsehrenpreis, den Qualitätspreis und auch Sie persönlich das Bundesverdienstkreuz. Warum sind Sie so erfolgreich, Herr Richard? Na gut, das ist konstante Arbeit. Konstante Arbeit. Und natürlich ich blicke auch auf eine gewisse Tradition zurück. Von mir haben noch vier andere Generationen gearbeitet. Eben, ich bin die vierte Generation. Ich habe es eigentlich mehr oder weniger an meinen Sohn bereits übergeben. Der ist eigentlich der Chef. Wir sind eine KG, also der haftet mit vollem Risiko, was ich auch lebenslang gemacht habe. Aber wir machen es auch mit Herz und ich glaube, das funktioniert auch, ja. Eine der Besonderheiten bei Richard ist ja, dass Sie auf die Qualität als erstes schauen. Und zwar nehmen Sie immer die besten Zutaten. Und das sehe ich auch bei den Menschen, die bei Richard einkaufen, die freuen sich. Und Sie wollen jetzt nicht die Marge noch um 5% vergrößern, sondern Ihnen geht es zuerst um die Qualität. War das schon immer so? Und ist das vielleicht auch das Geheimnis? War schon immer so. Ich weiß von der Mutter, ihr Vater hat schon immer gesagt, die Semmeln, die werden nicht ausgeliefert, hat die ganzen Körbe in die Backstube zurückgeschmissen, weil die nicht gut genug waren. Und sicher, wir leben schon, das gehört zur Firmenphilosophie, wir wollen was Gutes machen. Also das ist nicht, wir verkaufen nicht über den Preis. Das ist nicht das Billigste, aber wir verwenden sehr gute Rohstoffe, haben sehr gute Rezepte und das macht eben auch eine gewisse Mühe und das kostet auch Zeit und kostet Aufwand, aber das spürt man auch und das ist auch lecker und es wird auch bezahlt und es wird auch geschätzt und das ist unsere Philosophie eigentlich so, ja. Und Sie haben ja auch eine ganz erfolgreiche Unternehmenskultur, die sich sicherlich von vielen anderen Unternehmen unterscheidet. Sie haben ja auch mal gesagt, es geht nicht um Expansion um jeden Preis, sondern eben um die hochwertige Unternehmenskultur. Was zählt für Sie eigentlich dazu, zu dieser hochwertigen Unternehmenskultur? Naja, wie schon gesagt, die Qualität des Produkts steht schon im Mittelpunkt irgendwie. Aber wir wollen es auch sicher auch stilvoll verkaufen irgendwie. Die Läden sind auch sehr sorgfältig und wertig gebaut und wir wollen es einfach gut machen sozusagen. Ja, das ist und ja, wir wollen es einfach gut machen und es soll nicht geramscht und wir wollen nicht über den Preis verkaufen, wir wollen über den Gaumen verkaufen. Der Kunde muss sagen, ich will zum Richard, ich zahle da was weiß ich, ein paar Cent mehr, aber das schmeckt mir einfach und ich weiß, ich werde auch nicht mit irgendwelchen Chemikalien da irgendwie abgespeist, sondern das ist alles frische Ware, gute Rohstoffe und das kostet eben sein Geld und das ist so unser Stil halt, ja. Und heute sprechen ja ziemlich viele Manager von flachen Hierarchien und mich hat überrascht im Vorgespräch, da haben Sie mir gesagt, obwohl Sie so ein altes Unternehmen sind, gibt es bei Ihnen eigentlich flache Hierarchien. Könnten Sie das vielleicht kurz ausführen? Naja, wir sind jetzt immerhin 500 Mitarbeiter. Das ist schon, da hören schon die kleinen und Mittelbetriebe hören bei 500 auf. Wir sind gerade an dieser Schwelle da irgendwie. Die sieht man gar nicht so, aber wir sind natürlich auch, wir sind 7 Tage unterwegs. Und also es ist, leider gibt es jetzt keinen Pausentag mehr und wir müssen auch, aber am Sonntag wird halt der Kuchen auch besonders geschätzt. Es ist halt einmal so, aber jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich was. Genau, und die flachen Hierarchien. Ach so, ja, ja gut, also bei uns sicher muss es eine gewisse Hierarchie geben, weil sonst wird der Stillstand irgendwann mal werden. Aber wenn der Mitarbeiter eine gute Idee hat oder selbst der Niedrige, dann ist das nicht, was der Vorgesetzte sagt, das wird gemacht, sondern die bessere Idee muss gewinnen. Das ist auch meine Überzeugung, die bessere Idee muss gewinnen. Und egal, wer das sagt, der muss Recht bekommen. Und nicht, weil er Spüler ist, hat er eh keine Ahnung und soll seine Arbeit machen. Na, so läuft das bei uns nicht. So läuft es nicht. Und der Chef hat auch nicht immer Recht. Und das ist aber kein Problem. Das schätzen die Leute und wir versuchen, das einfach richtig zu machen. Die bessere Idee muss gewinnen. Ja,
Und wie ist es eigentlich, jetzt hatten Sie ja das Kerngeschäft an Ihren Sohn übergeben. Wie ist es denn mit den Konflikten unter Vater und Sohn? Gibt es da was oder sehen Sie das wirklich auf Sachebene? Ja, das zum Glück eben die Sachebene stimmt, aber es ist auch so, wir vertrauen uns ganz gut. Wir denken ziemlich ähnlich, wir denken ziemlich gleich und es ist halt kurios, aber es ist halt, ich habe es auch so übernommen, ich habe eine Schwester gehabt und da hat es immer geheißen, ja, mir wurde als Kind schon gesagt, was willst du mal werden? Dann habe ich dann so geantwortet, ja, ich werde Bäcker und Konditormeister werde ich werden. Das haben sie mir da so gelernt und so ist auch geworden. Und bei Magnus, der kam auf die Welt und hat geheißen, ja, du musst aber den Betrieb weitermachen. Und das hat das nie so in Zweifel gezogen, das war dann immer so. Und wo aus der Schule kam und hat noch ein Studium gemacht, dann haben sie auch ein bisschen belächelt, seine Freunde. Aber jetzt ist er eigentlich froh, dass er so weit ist und eigentlich so doch so eine Firma ist ja doch was anderes, irgendwie, als wenn du irgendwie als Angestellter da bist. Das macht auch nicht nur glücklicher. Und mal was andere, die andere Perspektive. Sehen Sie eigentlich einen Wandel bei den Mitarbeitern, zum Beispiel jetzt im Jahr 2019, im Vergleich vor zum Beispiel vor 20, 30 Jahren? Haben sich die Mitarbeiter verändert? Sagen wir, die Betriebsbindung ist nicht mehr so stark, wie das schon mal war. Irgendwie. Man wechselt schneller. Das ist, also die Bindung zu erhalten ist schwieriger geworden. Wir haben noch jemanden da, der schon, wir haben zwei, ich weiß im Verkauf jemand, die sind beide in leitender Stellung, die haben bei uns als Lehrlinge angefangen und sind jetzt irgendwo als Leiter tätig in der Backstube, genauso wie im Verkauf jemand. Aber und wir haben schon einige, wir haben einen sehr guten Stamm, langjährige Mitarbeiter, sonst könnte man das gar nicht aufrechterhalten. Und da gibt es eine gewisse Schicht, die kommen und gehen irgendwie, die neu reinkommen, bleiben entweder ewig oder gehen bald wieder, so ungefähr. Das muss passen, auch irgendein Puls muss stimmen, die müssen sich aufgehoben fühlen. Und wenn es dir gefällt, wir haben Gott sei Dank sehr viele, die 10 Jahre da sind, sehr viele, die 10 Jahre da sind. Also bei uns ist nichts rein und raus. Und wir schätzen die Leute auch, wir behandeln sie gut und die spüren die auch und so gibt es auch Bindungen dann. Ja, und was natürlich auch jede gute Firma sich als Frage stellt, ist, Expansion. Also Richard ist ja in München, also kennt jeder, also wer in München ist, kommt an Ihren Bäckereien gar nicht mehr vorbei. Haben Sie als Chef jemals überlegt zu expandieren, also in eine andere, sagen wir, Großstadt wie Nürnberg oder vielleicht sogar Berlin, Hamburg zu gehen? Weil heute durch das Internet und die Globalisierung denkt ja jeder Unternehmer früher oder später, wo soll der Wachstum eigentlich hin? Wie war es bei Ihnen? Ja gut, liegt ja schon erstmal branchenbedingt. Das ist nicht so einfach. Also das wird ja öfters gefragt, aber ihr seid nur in München da, also als ob es uns langweilig wäre. Es ist nicht so einfach, jetzt die gleichen Brötchen in Stuttgart zu verkaufen. Erst einmal sind dort auch schon ein paar gute Handwerker unterwegs und dann kann man das, wir haben ja einen Artikel, das ist ja das Besondere, der ist ja am nächsten oder am Abend schon eigentlich nicht mehr frisch, nach ein paar Stunden. Heute verlangt man ja, dass die Brezen alle paar Stunden nur alt werden und also diese Ware ist zum Teil schwer transportfähig, wie so Torten, zum Teil im Alter, die am gleichen Abend muss das weg sein. Also wir verkaufen auch praktisch nichts vom Vortag, das ist so auch unser Stil. Und in Berlin, das ist eine ganz andere Hausnummer, nochmal da nach Berlin zu gehen, das geht nicht so leicht. Ne? Also wir sind froh, wenn wir das Geschäft hier in München beherrschen und haben halt dort auch uns da festgesetzt an sehr hochfrequentierten Lagen. Und nun schauen wir, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und wie ist es mit dem Internet? Ich habe gelesen, dass man mittlerweile auch übers Internet bei Ihnen bestellen kann. Das heißt, Sie gehen zwar nicht nach Berlin, aber ins digitale Netz. Ja, wir wollten halt auch die Zeit nicht verpassen. Und das ist ja modern. Muss aber zugeben, das ist noch sehr überschaubar, die Umsätze. Das ist mehr am Papier oder mehr im Netz. Der Deutsche oder der Münchner liebt es nicht so recht und unsere Artikel sind auch schwer zum Transportieren und es ist nicht alle Artikel geeignet. Der hat schon Mühe, um das von unserem Laden nach Hause zu bringen. Wenn das dann nochmal durch 5 andere Hände geht, das ist mühsam. Wir arbeiten dran und überlegen, aber auch die Nachfrage ist noch überschaubar. Das ist noch nicht ausgegoren. Wie ist es denn mit der Zukunft? Was würden Sie sich für die Firma Richard in den nächsten 50 Jahren wünschen?
ja, dass einfach so weiterläuft. Dass einfach so weiterläuft und sicher, ich sage mal, eine dosierte Expansion, also ein gesundes Wachstum, kein krankes Wachstum und keine, das darf nicht, der Mittelpunkt darf nicht Wachstum sein. Sie, wir sind zum Teil verwöhnt von irgendwelchen riesigen Firmen, die da innerhalb von Jahren Milliardenumsätze machen. Das geht im Handwerk nicht so leicht. Hier muss man jede Semmel frisch backen, jeden Krapfen muss einzeln in die Hand genommen werden. Und das lässt sich gar nicht so leicht vermehren. Sehr gut. Aber wie Sie sagen, es geht ja nicht unbedingt um Quantität, sondern um Qualität. Ja, ja, eben. Wir wollen auf dieser Sicht, also ein Spitzenrestaurant lässt sich auch nicht so kopieren und kopieren und kopieren. Das ist, es gibt ein paar Einzelfälle, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja. Ja, wunderbar. Herr Richard, dann wünsche ich für die nächsten 50 und 100 Jahre noch ganz viel Erfolg. Okay. Und ich werde mir spätestens morgen früh wieder eine Semmel bei Ihnen holen. Das freut mich, ja. Okay. Dankeschön fürs Interview. Bitteschön, gern geschehen. Also. Ja.